Schon wieder diese komischen UFO-Geräusche hier. Ach, so schön viele Rohstoffe. Vielleicht haben wir auch Glück und entdecken noch einen Spawner und finden irgendwas Tolles. Auf jeden Fall höre ich schon wieder Skeletoren. So, in dieser Ecke ist nichts, da waren wir schon, hier waren wir schon, das hier war auch eine Sackgasse gewesen, jawohl. Also wieder zurück. So, ich mache das jetzt einfach so, dann weiß ich, dass ich hier schon war. Wie sieht es denn hier aus? Hier waren wir schon. Autsch. Ja, dann gucken wir doch mal, was es hier gibt, ne? Auf jeden Fall schon mal Kohle. Aha, hier haben wir noch eine Kiste. Mit, nehmen wir die Fackeln mit, den goldenen Apfel. Den Müll schmeißen wir schon wieder weg. Noch ein bisschen Gold. So, natürlich nicht verkommen lassen, ganz klar. So. Da unten hin geht es noch weiter. Aha. Pam. So viel Kohle, überall Kohle. Ist wahrscheinlich schon bald an der Zeit, Kohleblöcke zu machen, um Platz zu sparen.
dann gucken wir mal, ob wir hier unten. Ne, hier war ich ja jetzt gerade schon. Achso, ja, aber ich habe nicht weiter geguckt. Erstmal hier alles trockenlegen, ne? Ein nasser Keller ist nie gut. Links haben wir schon mal Lava. Hier direkt erstmal ausmachen. Wasser machen wir auch direkt aus. Fackel hinstellen, dass ihr noch was seht. So, und gucken wir erstmal in die Richtung. Noch mehr. Und da geht es auch schon wieder tiefer. Hei, hei, hei. Wo sind wir hier nur gelandet, Freunde? Wo sind wir hier nur gelandet? Trotzdem will ich jetzt kurz gucken, ob es hier was Interessantes gibt. So, ich habe nämlich schon wieder keine Fackeln mehr. Oh, 1000 Wege gerade und ich kann mich nicht entscheiden, wo ich lang soll. Weil überall könnte natürlich was Spannendes sein. Ja, ja, ich weiß, ich habe gerade die ganzen Rohstoffe ausgelassen. Man muss ja die Küchenschränke irgendwie voll bekommen, ne? Jo, hab ich mich jetzt zu Tode erschreckt. Hinter mir ist ein Creeper explodiert und ich habe den nicht gesehen oder gehört. Kam der auf einmal her? Ich schwör's, ich habe den nicht gesehen oder gehört, ne, kein Zischen, nichts. Nur auf einmal, boom. Eieiei. Ich hab doch gewusst, irgendwo ist noch Eisen. Da ist noch einer, dich sehe ich. Geh weg. Oh, gleich zwei. Naja. Einer ist explodiert, er hat mich nicht erwischt, also drauf geschissen. Wo zum Geier bin ich hier gelandet, ey? Noch ein Creeper. Eisen.
Herrgott, warum sehe ich oder höre ich diese Kack-Creeper denn gerade nie? So, jetzt müssen wir schon einmal ein bisschen Platz schaffen, da unser Inventar schon recht voll ist. Das machen wir aber ganz einfach, indem wir zum Beispiel die Kohle hier zu Blöcken formen. Also kriegen wir alles viel handlicher. Ändern gerade mal einen Stack rein. Also aus 9 64er Stacks mache ich gerade mal ein 64er Stack. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Hier, den Scheiß baue ich einfach mal hier an. Und genauso wie das hier. Die nehme ich wieder auf. Und schon kann es erstmal weitergehen. Ich möchte von dieser Tour natürlich so viele Rohstoffe wie irgend möglich mitnehmen. So, jetzt gucken wir doch mal, wo der Creeper die ganze Zeit herkam. Ich glaube, da hinten habe ich einen Spawner entdeckt. Ja, aber wird nur ein Spinnenspawner sein. Ja, da ist schon wieder ein Creeper.